Guck mal, Teddy, so viele Sterne. Und einer von ihnen leuchtet ganz bestimmt für mich. Was ist denn das? Der arme Stern. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ich muss ihm helfen. Hallo, kleiner Stern. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Aber dir ist ja eine Zacke abgebrochen. Hab keine Angst, ich helfe dir. Kleiner Stern, ich guck mal, was ich für dich machen kann. Der Stern hat sich verletzt. Und wenn man verletzt ist, braucht man einen Arzt. Soll ich dich verarzten? Ich guck mal, ob ich im Arztkoffer was für dich finde. Das sind ganz schön viele Sachen. Irgendwas muss doch für meinen Stern dabei sein. Vielleicht klappt es ja mit dem Pflaster. Das passt. Na, kleiner Stern, was sagst du dazu? Hurra, dir geht es wieder besser. Nanu, was hast du denn? Vermisst du deine Freunde? Vermisst du deine Freunde? Ich glaube, der kleine Stern möchte wieder nach Hause. Aber wie kann ich ihm dabei helfen? Komm, kleiner Stern, ich habe eine Idee. Wir gehen auf den Dachboden. Schau mal, kleiner Stern, das ist unser Dachboden. Und irgendwas gibt es hier bestimmt, womit ich dich nach Hause bringen kann. Bald bist du wieder bei deinen Freunden, kleiner Stern. Da bin ich mir ganz sicher. So viele Kartons. Nanu? Auweia! Hoffentlich hat das niemand gehört. Da kommt jemand. Hallo? Ist da jemand? Tommy, hallo. Ich bin's. Laura? Und ich hab schon solche Angst gehabt. Du hast doch deinen Beschützmechhund dabei. Stimmt, mit meinem Beschützmechhund muss ich nie Angst haben. Was machst du denn hier? Und was ist das für ein Stern? Der Stern ist vom Himmel gefallen. Ich habe ihn verarztet und jetzt will ich ihn wieder nach Hause bringen. Ui, und wie willst du das machen? Mit einer Rakete? Das wäre toll. Aber ich hab nur keine. Vielleicht kann man mit den Kartons eine Rakete bauen. Bestimmt.
Und irgendwo da drin muss noch ein alter Raketenplan sein, den ich mal gemacht habe. Da hast du dir aber eine tolle Rakete ausgedacht, Tommy. Also, pass gut auf. Das ist gar nicht so schwer, eine Rakete zusammenzubauen. Du suchst dir eins von den vielen Dingen hier aus. Dann probierst du, ob das auf den Plan passt. Du musst nur auf eine freie Fläche klicken. Dann sehen wir, ob wir das für die Rakete gebrauchen können. Soll das Zusammenbauen ein bisschen einfacher sein? Dann klicke hier. Wenn es schwieriger sein soll, klicke hier. Such dir aus, ob das Spiel einfacher oder etwas schwieriger sein soll. Los geht's! Das passt. Ja, genau, da muss das hin. Das war richtig. Toll. Wir haben schon 4 Teile an der richtigen Position. Eigentlich gehört das Teil zur Rakete. Aber wo muss es hin? Das wird die allerschönste Rakete überhaupt. Das war fast richtig. Ja, hier gehört das Teil hin. Bald haben wir es geschafft. Ich glaube, das Teil gehört da nicht hin. Probier's mal mit einem anderen Teil. Fertig! Laura, es hat geklappt! Das ist wirklich eine tolle Rakete, Tommy. Gleich bringen wir dich zurück, kleiner Stern. Komm, Tommy, wir steigen ein. Und jetzt machen wir beide die Augen zu und wünschen uns ganz fest, dass die Rakete fliegt. Bist du soweit? Ja, kann losgehen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Was ist das, Laura? Ich glaube, wir fliegen. Wirklich? Komm, wir gucken mal raus. Wir fliegen, Tommy. Wir fliegen. Hurra! Schön, so viele Sterne. Aber wir sind ein bisschen langsam. Ich glaube, wir müssen noch erklären, wie man die Rakete steuert. Ja, richtig. Also, das ist ganz einfach. Du siehst diese Tasten auf deiner Tastatur. Wenn wir auf ein Hindernis zufliegen, können wir ausweichen. Das geht mit dieser Taste. Siehst du? Und mit dieser Taste. Du wirst sehen, das ist gar nicht so schwer. Sollen wir lieber ein bisschen langsamer fliegen? Dann klicke hier. Sollen wir ein bisschen schneller fliegen? Dann klicke hier. Pass
Pass gut auf die Hindernisse auf. Farben verschwunden. Einfach so. Wirklich? Dabei ist es sehr schön hier, wenn alles bunt ist. Und das Tor ist dann auch auf. Jetzt können wir nicht mehr hindurch. Und von der anderen Seite kann auch keiner mehr herein. Oh! Vor allem können wir nicht mehr weiterfliegen. Rakete bald auch ein Malkasten. Ich hole ihn mal aus der Rakete. Du, Torwächter, wie sah das denn hier früher aus? Na, es war eben einfach alles bunt. Auf dem Tor, da waren alle Kreise gelb, alle Dreiecke rot und alle Vierecke blau. Also, zuerst zeige ich dir, wie man malt. Suche dir eine von den Farben im Malkasten aus. Siehst du? Jetzt hast du einen Pinsel. Und der Pinsel hat die Farbe, die du eben ausgesucht hast.
Dann führst du den Pinsel zu einer leeren Fläche. Wenn du mit dem Pinsel draufklickst, ist die Fläche ausgemalt. Wenn du einfach alles schön bunt machen willst, dann klicke hier. Willst du auch das Tor in den richtigen Farben ausmalen, klicke hier. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Viel Spaß beim Malen, aber denk dran, beim Tor müssen alle Kreise gelb sein, alle Dreiecke rot und alle Vierecke blau. Schön sieht das aus. Eine tolle Farbe. Schön sieht das aus. Eine tolle Farbe. Schön sieht das aus. Eine tolle Farbe. Du hast es geschafft. Jetzt ist wieder alles schön bunt. Habe ich euch zu viel versprochen? Nein, das ist wunderschön. Und das Tor ist auch wieder offen. Komm, Tom, wir fliegen weiter. Oh, wollt ihr schon gehen? Leider ja. Wir müssen meinen kleinen Stern nach Hause bringen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wohin fliegen wir denn, Laura? Ich weiß nicht, aber da kommt irgendwas auf uns zu, Tommy. Guck mal, Laura, das sind meine Socken. All die Socken, die ich überall gesucht habe. Und die vom Teddy. Stimmt's, Teddy? Die hast du schon vermisst. Was ist denn das? Die fliegen alle in die Waschmaschine. Und was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Soll ich mal in der Waschmaschine nach meinen Socken gucken? Lieber nicht.
Helle Socke, was hast du denn? Ach, das ist schlimm. Schlimm ist das. Was denn? Alle sind sie durcheinander. Ringelsöckchen, Karosöckchen, Streifensöckchen. Schlimm, schlimm, schlimm. Was ist daran denn schlimm? Sie wollen weg. Sie sind verwirrt, die Socken. Auwei. Wohin wollen sie denn? Zum Tor hinaus. Hinaus zum Tor. Hab's zugemacht. Kann keiner mehr raus. Können wir dir irgendwie helfen? Helfen? Ja, das könnt ihr. Müsst finden die passenden Socken. Müsst sie da reinlegen. In den Korb da. Da in den Korb. Klingt eigentlich nicht so schwer. Aber das Schlimmste... Das Schlimmste? Ja? Rote Socke kann Rote Socke nicht mehr finden. Ist weg, Rote Socke. Findet ihr Rote Socke? Ja? Ich glaube, sie meint ihren Partner oder so ähnlich. Ich guck mal, was wir machen können. Ich finde, wir helfen der traurigen Socke. Du hast recht. Komm, Tommy. Und jetzt? Ich frag mal. Du, Socke, was müssen wir denn machen? Machen? Sortieren müsst ihr. Aufmachen, Waschmaschine. Finden richtige Socken. Socken richtig finden. Klingt eigentlich nicht so schwer. Nicht schwer? Also, pass auf. Zuerst machst du die Waschmaschine auf. Dann suchst du dir eine Socke aus und klickst die passende andere Socke an. Danach legst du die Socken mit einem Klick im Wäschekorb ab. Und irgendwann taucht der Freund der traurigen Socke auf. Den musst du auch anklicken. Soll das alles ein bisschen einfacher sein? Dann klicke hier. Wenn du es ein bisschen schwieriger haben willst, klicke hier. Viel Erfolg! Achtung, die Socken kommen! Schnell zum Wäschekorb. Und die zweiten? Schnell weiter. Super! Jetzt die andere Socke. Nummer 3. Und 4. Super! Jetzt die... Die passt. Das machst du klasse. Weiter so. Super! Die nächsten. Das war leider die falsche. Super. Jetzt die. Klasse. Super. Gleich hast du es geschafft. Hurra! Alle Socken sind im Korb. Nanu? Allein bin ich? Tommy, guck mal. So allein. Das ist doch der Freund von der traurigen Socke, oder? Wir müssen uns beeilen. Hurra! Rote Socke! Socke Rote? Da bist du! Du bist da! Das ist ja wohl das Mindeste. Wie bitte? Bitte wie? Ach, nichts. Jetzt fliegen wir aber weiter.
brecht ihr auf? Aufbrecht ihr? Oh. Ja, wir müssen weiter den Stern nach Hause bringen. Ihr müsst bald wiederkommen. Hier gibt's immer viel zu sortieren. Zu sortieren viel gibt's immer hier. Wiederkommen bald müsst ihr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen auf. Was sind denn das alles für Sachen? Ich glaube, die gehören alle in die Küche. Mixer, Toaster, Kochlöffel, Töpfe. Du, siehst du hier irgendwo ein Tor? Ich kann keins finden. Und wie sollen wir jetzt weiterfliegen? Wir müssen doch den Stern nach Hause bringen. Ja, das stimmt. Hier geht's bestimmt irgendwo weiter. Das ist ja ein Clown. Was hat der denn? Hallo, Clown. Oh, Besuch. Lululu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel in Aspik, lalalalala. Ii, aber hier ist doch gar keine Musik. Das ist es ja eben. Gab's hier denn sonst Musik? Ja, hier war's immer lustig. Jetzt ist die Musik weg und das Tor ist auch weg. Jetzt kann kein Besuch mehr rein. Das ist wirklich schlimm. Da gibt's doch bestimmt ein paar Sachen, mit denen man Musik machen kann. Komm, Laura. Hey, jetzt kann das Musikmachspiel losgehen. Wie geht das denn, Laura? Also, pass auf. Du suchst dir einen von den vielen Gegenständen hier aus. Zum Beispiel den Topf. Leg den Topf auf den Tisch. Wenn du nun auf den Topf klickst, kannst du das Instrument immer wieder anhören. Wenn du alle Instrumente gefunden hast, kannst du mit denen deine eigene Zaubermusik machen. Wie das geht, erkläre ich dir später. Wenn das Spiel ein bisschen leichter sein soll, klick hier. Möchtest du, dass das Spiel ein bisschen schwieriger wird? Dann klicke hier. Also dann viel Spaß! Oh, schön! Guck mal, Tommy, das Tor! Oh, toll! Hui! Thank you.
Das klingt ja toll. Damit kann man trommeln. Jetzt kannst du deine eigene Zaubermusik machen. In die freien Felder kannst du deine Instrumente einsetzen. Die Reihenfolge ist egal, aber es müssen alle mindestens einmal vorkommen. Es dürfen nicht zwei gleiche Instrumente übereinander stehen. Hiermit kannst du dir deine Musik immer wieder anhören. Wenn du mit deiner Zaubermusik fertig bist, kannst du sie hiermit abschicken und das Tor öffnet sich. Ja, toll. Und das Tor geht auf. Lulu und Hippora, tralala mit viel Musik, Hasenpopel in Aspik, la 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 la. Du musst auch mitsingen. Hasenpopel im Aspik, la 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 la. Komm, Tommy. Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Und vielen Dank. Tommy. Na, wer seid ihr denn? Oh, guck mal, Laura. Du, Tommy? Ich glaube, hier ist mein kleiner Stern zu Hause. Möchtest du darauf, kleiner Stern? Wo kommen denn die Hunde her? Tommy, pass auf! Halt, warte! Man beschützt mich und ist weg! Wir suchen deinen Beschützmichhund. Na, hier ist ja was los. Und wie? Hast du deinen Beschützmichhund schon gesehen? Leider nein. Was ist denn das? Ich sehe mal nach. Ich glaube, das ist eine Pfeife. Pfeift! Da! Hallo, ich bin Tommy. Ich suche einen kleinen braunen Hund auf Rädern. Habt ihr ihn gesehen? Ja, der war hier. Irgendwo.
mal in das Fernglas. Komm, besuchen deinen Beschützmichhund. Okay. Kannst du schon was sehen, Tommy? So, ich zeig dir mal, wie du durch das Fernglas schauen kannst. Du klickst das Fernglas an. Dann suchst du die Umgebung ab. Wenn du den Beschützmichhund siehst, musst du ihn ganz schnell anklicken. Wenn die Suche etwas leichter sein soll, dann klicke hier. Möchtest du, dass die Suche schwieriger wird? Klicke hier. Also dann viel Spaß. Jetzt geht's los. Mein Beschützmichhund. Oh, toll. Komm, Beschützmichhund, komm her. Endlich habe ich dich wieder. Hallo, kleiner Hund. Vielen Dank für das Fernglas. Komm, Tommy. Moment. Tschüss, ihr drei. Schützt mich schon wieder zurück? Sieht ganz so aus. Guck mal! Das Pflaster. Zum Glück ist mein kleiner Stamm wieder ganz gesund. Jetzt ist er wieder zu Hause. Dass wir einsteigen. Tschüss, kleiner Stern. Tschüss. Komm, Tommy. Guck mal, Tommy, die Erde. Oh, ist die aber klein. Bald sind wir wieder zu Hause. Ich bin ja auch so müde. Das da ist mein Stern, Laura. Und daneben ist der Stern vom Beschützmichhund. Und dein Stern ist jetzt auch wieder zu Hause. Ja, Tommy. Und wir beide müssen jetzt ins Bett.